So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Tomb Raider 3 The Adventures of Lara Croft mit dem ersten Patch. Wir werden in diesem Playthrough alle Kristalle sammeln und wir werden, also was heißt alle Kristalle, genug Kristalle für das Achievement zumindest. Und wir werden uns das Bonus-Level All Hallows gönnen. Außerdem spiele ich mit der neuen Steuerung. Ich bin gespannt auf die Verbesserungen und Veränderungen und springe einfach mal rein. Gönnen wir uns hier auch die... Ja, okay. Es gehört schon dazu, zu einem Playthrough. Das Intro. Hallo liebe Zuschauerleins, seien Sie herzlich willkommen. Hallo lieber Komet, Asteroid. Tschüss lieber Wald. Machen uns ziemlich zu schaffen. Vielleicht komme ich nicht mal durch und das Ding sendet gar nicht. Ich kann kein einziges Wort verstehen, Willard. Hier läuft alles bestens, Sir. Zieh das Ding raus! Los, hoch damit! Sofort ausschalten! Ausschalten! Heda! Ausschalten! Sie sollten sich die Städte zweimal ansehen. Was ist hiermit? Blast ihn weg. Mehr Meteorit gefunden? Ha, nee, ist schon ein bisschen jünger, Sir. Ist nicht möglich. Billy! Brech die Sprengung ab, hört ihr? Hört ihr mich? Auf keinen Fall sprengen! Nicht sprengen! Elende Pyromanen. Liebe dieses Quote. Geschichtsträchtiger Ort hier. Geschichtsträchtiger Ort hier. Die Leiche von diesem Paul Caulfield, beziehungsweise was heißt Leiche? Seine Grabstätte gewisserweise. Das erste Grab des Spiels, wenn man so will. Ich habe die Schrotflinte verpasst, aber das ist mir egal. Nee, ein bisschen regt es mich auf, aber egal. Das Secret haben wir trotzdem bekommen. Wir sammeln nämlich alle Secrets für das Bonus-Level All Hallows, das in diesem Remaster, wollte ich schon sagen, das in diesem Patch mittlerweile auch freischaltbar sein sollte. MK Shock, dankeschön für den Raid. Erstmal gucken, wir haben 0 Kristalle. Der Bug, mit dem man sich hier im ersten Level unendlich viele Kristalle holen konnte, ist, glaube ich, behoben. Das finde ich auch gut. Das Achievement war davor ein bisschen witzlos. So, das an der Seite hole ich mir gleich sowieso noch. Also keine Sorge, ich habe gerade kein Secret verpasst. Wir holen uns das auf dem Rückweg. Ich kann das Level eh nicht normal durchspielen. Was? Im Spiel sind keine 38 Schrotflinten wie in Tomb Raider 4. Ach ja, Tomb Raider 4. Das möglicherweise ein wenig übertrieben hat mit der Anzahl seiner Schrotflinten. Und nein, es gibt in der Tat nicht ganz so viele. Hallo Mr. Malu. Hallo auch an alle, die jetzt im Intro dazugekommen sind. Ich wollte nicht so viel dazwischen labern. Guten Tag an alle, die mir im Intro auf den Sack gehen wollten. Durch ihre Anwesenheit.
Ui, war das hier vorher schon so? Mit dieser Pfütze auf dem Boden? Kann übrigens gut sein. So, für den Raum gleich hätte ich gern die Schrotflinte gehabt. Wobei, was soll's. Dann springen wir eben. Wir werden in diesem Playthrough keine Miezekatzen töten. Das habe ich soeben spontan entschieden. Genau, ich spiele auch hier wieder mit der modernen Steuerung. Bisher gibt es nichts Negatives an ihr auszusetzen. Mal sehen, ob das so bleibt. Sprinten, muss ich sagen, läuft auch super. Ich hatte geschworen, keine Miezen zu töten. La la la. Hallo Lempi. Möchte dann doch einmal speichern. Sprinten läuft super, das klingt... No pun intended an dieser Stelle. Es tut mir leid, dass es so ist, wie es ist. Ja, es ist die moderne Steuerung. Sie ist seit dem Patch deutlich verbessert worden. Und sie rockt einfach. Springen. Okay. Help me, Stepstone, I'm stuck. Was brauchst du, ein Jobangebot? Manny hat den Job. Sie hat den Job. Hallo Ketzlow. Wir sammeln das Achievement mit den Kristallen heute. Wir sammeln alle Secrets, um zum ersten Mal All Hallows zu betreten. Und ich spiele das Ganze mit der modernen Steuerung. Wir gucken, ob mit dem Patch noch weitere Verbesserungen dazu kamen, aber das sind eigentlich so meine drei Main-Sachen. Drei Gründe für einen Playthrough. Da kam ein bisschen Angst. Aber es hat funktioniert. Sehr untypisch übrigens, dass Affen in Tomb Raider 3 Medipacks nicht auf die Mitte des Feldes legen. Wo lassen die mich in Ruhe, Sir Tiger? Das war jetzt wieder so eine Sequenz, wo das Spiel die Kamera an sich nimmt und ich ein bisschen unsicher war, ob sich denn nun alles so verhalten würde, wie ich das erwarte. Aber es hat funktioniert. So, es fehlt noch genau ein Kristall. Nee, zwei Kristalle und ein Secret. Ups.
Sehr schön. Melly singt so, Tieni stinkt nach Leona. Und Tieni so, ich mache mir große Sorgen um dich, Melly. Ja, das tolle Rätsel, das beste Rätsel des Spiels geskippt. Echt lieblos. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass der Regen leider nicht ins Wasser plätschert. Das muss ich jetzt mal kurz schauen, wenn das schon Erwähnung findet. Denn ja, das war in der alten Grafik definitiv so. Möchte es mir kurz ansehen. Gibt sogar eine andere Sache, die ich mir in dem Zusammenhang noch ansehen will. Also der Regen. Nee. Keinerlei Interaktion mit Dingen wie Schinken oder der Wasseroberfläche. Dankeschön für den Resub, Ilönchen. Und man sieht es in der alten Grafik sehr eindeutig. Da ist Regen und mein Problem ist, ich weiß, dass es gut aussah in der alten Grafik. Das hier sieht nicht gut aus. Ich würde das hier gerade gern zum Classic Game tatsächlich vergleichen. Weil ich habe das Gefühl, auch das hier ist schon anders. Das hier ist gefühlt einfach hingefaked und sehr hässlich. Und es gab eigentlich im Standard Tomb Raider 3 nichts, was ich als sehr hässlich empfand. So, muss ich gleich unbedingt mal vergleichen. Aber immerhin macht die Fackel Blobbles an der Wasseroberfläche. Das war die zweite Sache, die ich testen wollte. Ja, dass in der neuen Grafik der Regen gar nicht mit der Wasseroberfläche interagiert, finde ich genauso schade. Das könnte man echt verbessern. Was ich jetzt mag, ist, dass der Treibsand wobbelt. Mir fällt kein besseres Wort dafür ein. Aber das hat mir in der Release-Version sehr gefehlt. Sah im Original ungefähr so aus, vielleicht sogar genauso. Und hier ist es ein bisschen dezenter, ein bisschen schwächer, aber sieht besser aus auf die Weise, wie ich finde. Jo, ach so, wir sollten 6 Kristalle haben, die haben wir. Wir sollten 6 Secrets haben, die haben wir. Lasst uns ins nächste Level schwadronieren. Hex! Louis, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Holst du dir den Preis aus dem Trichter? Ob ich mir den Preis aus dem Trichter hole? Ist wirklich alles gut, Melly? Welcher Trichter? Welcher Preis? Der Todestrichter in Crashside. Ah, du meinst, die Höhle, wo es nur den einen Kristall gibt, wahrscheinlich. Ich denke schon. Tag 4, Tag 5. Hören Sie mich, Tag 5. Toni, du Trampel, ich weiß es nicht. Hallo? Hallo? Was denn? Was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Nur eine Kleinigkeit. Geht's Ihnen nicht gut? Wenn ihr nur aufhören würdet, ging es mir prächtig. Prächtig. Gut, aber... Ja! Wenn ihr aufhören würdet, von wem reden sie? Von euch allen. Hunderten von euch. Ihr plappert und quasselt, dass mir der Kopf platzt. Tja, ich weiß nicht, von welchem Planeten sie kommen, aber ich wüsste nur gern, ob das Entfader-Artefakt in dem Tempel da oben ist.
Voodoo-Zauber und so ein Zeugs, wie? Von sowas halte ich Abstand. Nein, kein Voodoo. Hören Sie, ist hier denn niemand außer Ihnen? Doch, natürlich. Randy und Rory. Randy und Rory? Wo denn? Was macht ihr hier eigentlich? Tja, die beiden bleiben da drin. Im Tempel. Ich habe sie gewarnt. Sie sollen da nicht reingehen. Jetzt machen sie nicht mehr viel da drin. Unter einer halben Tonne Geröll begraben. Ich hau jetzt ab. Schwing die Haxen. In diesem Dschungel verfault man ja von innen heraus. Ich würde Ihnen ja auch raten zu verschwinden, aber Sie sehen nicht so aus, als würden Sie drauf hören. Wenn ich Ihnen sage, dass Sie da drinnen sterben werden. Sterben! Das ist mein Chat bei jeder Challenge, die ich beginne. So, die Tempelruine. Nicht das spannendste Level des Spiels. Es gibt hier tatsächlich aber ein, zwei Stellen, auf die ich gespannt bin, ob sich da nochmal was verändert hat. Ich weiß zum Beispiel, dass im Raum mit den zwei Shiva-Statuen mich etwas gestört hatte. Es gibt außerdem einen neuen Bug des Remasters, den ich dort zeigen kann. Marco, hast du mitbekommen, dass unter Sophias Schreibtisch das Passwort für eine Cut-File von TA3 war, wo Renders drin waren? What the fuck? Also das hört sich großartig an, aber nein. Das war tatsächlich eine Sache, die ich nicht mitbekommen habe. Die Cut-Szene ist nun weg. Sie ist weg. Was bedeutet, dass sie weg ist? Also mit dem Patch? Welche Cutscene ist nun weg? So, wir holen uns das erste Secret. Kristall holen wir uns später noch ab. Auch hier wobbelt der Treibsand. Ich bin beglückt. Ich bin sehr leicht zu beglücken. Mogelmagier, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Warte, ich bin ein bisschen näher ran. Demnach müsste ich jetzt... Nein! Das war Bullshit. Okay, die leichteste Methode, hier mit wenig Schaden vorbeizukommen. Ja, es geht noch. Also ich war der modernen Steuerung zuerst auch sehr negativ gegenüber eingestellt, sehr abweisend. Und vor dem Patch war sie auch eine Katastrophe. Mit dem Patch hat sie sich aber deutlich verbessert. Hinter Markus Stuhl ist ein Gasfeuer. Warte, du meinst, das ist hier irgendwie, oder? Und unten links. Ja, gut. 2,25 Quadratmeter. Ich gebe mein Bestes.
Aber das ist nicht sehr viel Platz, um krasse Lichttechnik aufzubauen. Streamst du im Auto? So, warte, darüber. Naja, es ist ja ein Raum weggefallen. Meiner halt. So, weg mit dem Hebel. Ich streame im Anhänger von Laras Jeep. Lara entführt mich gerade. Es ist der M zum A, zum R, zum K, zum O. Hallo Whiskey. Keine Ahnung, wieso ich das versucht habe. Wir müssen eh das Secret sammeln. Was für ein Raum. There is no room. The room is a lie. Da. Oops. Auch ein sehr dunkles Level leider weiterhin. Das ist ja auch einer meiner Hauptkritikpunkte gewesen. Dass es, und auch geblieben mit dem Patch, dass es nach wie vor keine, keine Ingame-Helligkeitseinstellung gibt. Ich weiß, kaum äußerst du einen Kritikpunkt, macht das Spiel dich mundtot. Jawohl, mundtot. Glaube, ich habe hier keine Chance mehr, oder? Das ist natürlich eine interessante Frage. Gibt es einen Weg, jetzt noch lebendig bis ans Ende zu kommen? Oh, ja gut, allgemein irgendwelche Grafikeinstellungen wären halt schön. Ich meine, es ist ein PC-Spiel im Jahr 2024 und man kann die Auflösung nicht ändern. Das sieht sehr schön aus. Ich habe die Shotgun vielleicht im Dschungel liegen lassen, aber ich habe sie in der Tempelruine dann gesammelt. Ich finde es crazy, was für Kurven Lara sprinten kann. Genau. Einmal dorthin. Lara wollte sehr schnell wieder an die Luft kommen.
Zockst du Tomb Raider 3 heute bis zum Schluss oder teilst du auf mehrere Tage auf? Also wenn ich einfach nur vorhätte, Tomb Raider 3 durchzuspielen, dann wäre das heute möglich. Aber ich will mir ja auch noch für das Bonus-Level alle Secrets holen und alle Kristalle. Ich denke, das braucht schon noch einen zweiten Stream. Also wird das hier heute nicht das einzige Tomb Raider 3 Ding. Bitte am Dienstag. Ja, Dienstag wahrscheinlich. Tatsächlich. Ich weiß zwar nur nicht, ob das gut oder schlecht für dich ist, aber es ist Dienstag. There is no Montagsstream. Der Montagsstream ist ein Relikt der Vergangenheit. There is also no Donnerstagsstream. Und ansonsten ist es mein Ziel, so 17 bis 22 Uhr täglich zu machen. Wollen wir mal schauen, wie das läuft. Seit er die neue Steuerung hat, hat er sich krass verändert. Er streamt nicht mehr so häufig. Genau, das ist der Zusammenhang. Täglich, aber nicht montags und donnerstags. Wenn du das so rumformulierst, klingt das ja völlig bescheuert. Ich habe gesagt, nicht montags, nicht donnerstags und ansonsten versuche ich es täglich zu machen. Hallo Vipergen. Nicht jeden Tag, aber nicht jeden Tag. Ja, du vergiftest mich, das ist mir egal, denn bei meinem Glück vergifte ich mich hier eh gleich nochmal. Na, ich glaube, ich wäre nicht vergiftet worden. Wieso spielst du die denn jetzt mit neuer Steuerung? Findest du die jetzt doch besser? Ich bin überzeugt davon, dass man so etwas immer erst sagen kann, wenn man es ausprobiert hat. Vor dem Patch hat dieses Ausprobieren etwa 5 Minuten gedauert und man hat direkt gesehen, die Steuerung ist ziemlich kacke. Aber sie haben sie immens verbessert und aktuell, ich meine, ich habe bisher Tomb Raider 1 damit durchgespielt, TR 2. In den beiden Teilen, finde ich, funktioniert sie genauso gut wie die Panzersteuerung, nur schneller. Und jetzt schaue ich mir das Ganze noch mit TR 3 an. Ups. Ich bin zu ungeduldig, um die Statue zu töten und wir haben genug Heilung, um uns das zu erlauben. Hallo Butzling. Hier ist ein Point of No Return. Aus Prinzip sollte ich mal kurz speichern. Wir haben alle Secrets gefunden. Wir sollten 10... Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Dankeschön für den lieben Sub, Butzling. Tomb Raider 3 Crystals per Level. Ich muss ganz kurz eine Referenz dafür bekommen, wie viele Kristalle es pro Level gibt. 8 gibt es. Also 14 sollten wir am Ende des Levels haben, die bekommen wir auch.
Danke für die PIN, Manny. Hab schon abgehoben. Bin schon abgehoben. Das weiß man ja. Und hallo Elori. So, ich hatte groß angekündigt, dass ich einen Bug, den nur das Remaster hat, gerne zeigen möchte. So, wir sammeln dann jetzt mal die beiden Säbel. Generell, wenn du einen Gegner auf einem Feld tötest, auf dem ein anderer Gegner spawnt, und du lootest diesen toten Gegner dann, hat er auch den Loot des anderen Gegners dabei. Dafür muss dieser andere Gegner nicht mal schon sichtbar sein. Ich töte die Shiva-Statue trotzdem, um mir keinen unfairen Vorteil zu geben. Aber ich wollte das mal präsentieren. So, und das da. Ich weiß, dass mich das im ersten Release enttäuscht hatte. Ich weiß nicht, was es genau war. Ich find's jetzt nicht mehr enttäuschend. Das ist wohl gut dann. Aber irgendwas hatte hier gefehlt. Ich glaube, es gab irgendwie die Lichtstrahlen, aber da oben war schwarz oder sowas. Ups, das wollte ich nicht. Ein Marco! Als Residenzschloss rausgekommen ist. Alone in the Dark. Da habe ich echt nicht so viel Bezug zu. Ups. Ich möchte mehrere Dinge tun. Zunächst einmal möchte ich diese beiden Schlüssel einsetzen. Einfach das Licht im Streamingzimmer ausmachen, schon bist du alone in the dark. Haha, xddd lol, aber stimmt natürlich theoretisch. Das ist dann wohl Tod Nummer 1. Irgendwie habe ich damit gerechnet, dass Lara ein bisschen mehr Schwimmkraft hat. Azepai, danke schön für deinen zweiten Resub. Ich sagte doch schon Swift Rage. Was sagtest du schon? Ups. Hast du eine neue Ausleuchtung, seit du umgezogen bist? Ich habe, es ist halt ein anderer Raum. Es ist weniger Platz und entsprechend stehen die Lichter auch anders.
sagen. Lass mal speichern. Ich meine, ich war schon eben davon überzeugt, hey, hier gibt es nichts, was gefährlich werden könnte und naja. Gönnt euch die Remasters, denn sie sind sehr gut. Daran hat sich nach wie vor auch nichts geändert. Vollkommen treffen. Ja, in Dino Crisis Remaster, witzigerweise. Vor etwa einem Jahr, nein, beziehungsweise 2 Jahren, habe ich ja die Dino Crisis Spiele nochmal durchgespielt und da saß ich auch die ganze Zeit so und dachte mir, jetzt so ein Remaster von diesen Spielen, so ein bisschen im Stil der Resident Evil Remaster, das wäre ein Träumchen. Michelle Lunatic, herzlich willkommen. So, wir sollten also 14 Kristalle besitzen und alle Secrets haben. Das ist der Fall. Düdüm. 18. So, hier gibt es das unangenehmste Secret des Spiels natürlich. Direkt am Anfang. Und das war nicht Teil des Secrets. Lass mich raten, ich habe im Level auch noch nicht gespeichert und man kann leider nach wie vor nicht das Level neu starten, ohne gestorben zu sein. Wir lassen uns kurz mal töten. Level neu starten. Schinken. Dicken, Dankeschön für den 44. Resub. Eine Sache möchte ich gerade testen, dieses Festhalten. Funktioniert das auch beim Sprint? Nein, das tut sie nicht. Okay, dann weiß ich das jetzt. Tötet mich dafür nicht, die ursprüngliche Konsolenversion zu spielen. Was?
Okay, das war easy. Ich bin hin und weg. So leicht hat sich das nie angefühlt. Sehe ich da etwa wieder wildes Dschungelgerenne? Oh, das Wasser übrigens natürlich. Das Wasser eine große Verbesserung im Vergleich zu vorher. Man sieht nun so etwas, man kann nun so etwas wie eine Strömung erahnen. Nun, dieser Sprung verbleibt furchtbar. Danke. Wir geben unser Bestes. Es war genug. Es war nicht genug. Es ist nicht immer genug. Wohin war ich unterwegs? Da? Ja. Die Skybox hat Bäume und Berge, ja? Nein. Warte mal. Die Skybox der Ölbohrplattform hat Bäume und Berge und... Schinken. Wirklich? Intermezzo Mix, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Ich muss ja nach wie vor sagen, ich bin jedes Mal geflasht davon, was für ein Timing ihr mit dem Schinken habt. Okay, man kann auch geduckt hochklettern. Da war ich mir jetzt nicht sicher, ob das auch in der modernen Steuerung geht, aber es geht. So, mal sehen, ob sie die Fahrzeugsteuerung des Quads geändert haben. Bin mir nicht mal sicher. Müsste ich raten, würde ich sagen, dass es ein bisschen weniger bouncy. Ähnlich wie beim Schneemobil in Tomb Raider 2. Dort wiederum bin ich mir definitiv sicher. Na? Wo Parallax-Effekt? Was soll das? Schinken. Bloody Queen, danke schön für den Geschenksub an Lempi. Der arme Brian, einer meiner besten Männer. Dies ist bedauerlich. Kann es sein, dass das rote Schneemobil immer noch rumbuggt mit der modernen Steuerung? Rumbuggt mit der modernen Steuerung. Wir hatten ein Problem festgestellt. Ich glaube, der Rückwärtsgang ist standardmäßig gleichzeitig die Taste fürs Schießen, ne? Das habe ich jetzt leider gar nicht getestet. Als ich TR2 gespielt habe. Das ist gepatcht. Du scheiß Noob. Quad kann nicht metrischer weiter. Da hat wahrscheinlich irgendwie die Autokorrektur den Satz zerstört.
Ich weiß leider gerade nicht, was damit gemeint ist. Bloody Queen, danke schön für 100 Bits. Ach, nicht mehr weiter. Das arme Quad. Jetzt kann es wieder weiter. Das Quad so, yay. Spätestens jetzt bin ich mir aber sicher, dass mit der modernen Steuerung irgendwas beim Quad anders ist. Ich find's gut. Ich glaube, es bounced weniger. Oh ja, Randomizer wird cool. So. Da ja die Kajaksteuerung grundsätzlich überarbeitet ist, werde ich auch in diesem Playthrough versuchen, das zusätzliche Madubu-Kristall zu bekommen. Den zusätzlichen Madubu-Kristall. Ich werde es nicht lang versuchen. Zunächst einmal, ich nehme die nötigen für das Achievement. Nehme einfach so viele, wie ich kriegen kann. Und ich glaube, mit der Strat, die ich erarbeitete, wenn ich es drauf anlegen würde, wäre mir Madubu-Weltrekord vermutlich sicher. Auch im Vergleich zur alten Route. Weil neue Steuerung ist einfach OP. Also nirgendwo mehr als auf dem Kajak tatsächlich. Das ist Desert Eagle Munition. Kann man nie zu viel von haben. Mein Gott. Was ist das nochmal mit der Neugier, die Katze tötete? Ich habe das Gefühl, ich hätte mich da gerade nicht festhalten können, müssen. Kann das sein? Was zur Hölle? Manchmal habe ich das Gefühl, man springt weiter als vorher. Aber das kann eigentlich nicht sein. Schinken. Bloody Queen, ob dieser Bug noch geht, das werden wir sogar sehen. Atze, danke schön für den Geschenksub an Roxana. Ich weiß mittlerweile, was ihn verursacht hat. Und wenn er unser Inventar immer noch durchwürfelt, dann werden wir das erfahren. So, wir holen jetzt gerade einen Kristall, der auf einer alternativen Route durch das Level liegt. Bisschen tricky da ranzukommen.
Er ist für das Achievement nicht mehr nötig. Aber wenn ich schon Kristalle sammel, warum nicht versuchen, alle zu bekommen? Wobbelt das auch? Es wobbelt, denn das ist Treibsand. Autsch. Da wollte ich nicht hin. Okay, habt kurz Geduld mit einem alten Mann. Während ich versuche, mich dran zu erinnern, wie die Entwickler uns zurückschicken wollen. Ich glaube so. Sul, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Marco, der alte Abenteurer. Ja, ja. Ein bisschen Gold, bitte. Test, Dankeschön für die liebe Donation. Das ist die Frage, wie? Ich möchte es nochmal präsentieren. Und ihr wisst, wie schwierig dieser Sprung normalerweise ist. Er ist simpel. Er ist unglaublich simpel mit der modernen Steuerung. Das ist der Punkt, den ich immer wieder gemacht habe und der sich auch immer wieder bestätigt. Gerade die Kurvensprünge, die moderne Steuerung ist ein Hack für Kurvensprünge. Also entweder hat sich jemand mit einem Presslufthammer auf für eine Waschmaschine gesetzt. Oder irgendetwas ist unnötig laut. So als wäre das andere eine Art nötiges Laut. Lara ist 68 geboren worden. Huch, zwei Hände? Sammelt man dann beides? Ach, ist egal. Und Tomb Raider 3 spielt im Jahr 98, also ist sie genau 30, 29 plus. 21 Kristalle haben wir nun. Das entspricht 6 plus 8 plus 6. Ah, plus 1, okay. Du darfst nicht vergessen, dass das hier natürlich die alte Tomb Raider Timeline ist. Die Lara, die wir in Tomb Raider 2013 kennenlernen, was ja in der damaligen Echtzeit auch verortet ist, ist natürlich deutlich jünger, deutlich später geboren demnach. Wer jung ist, der war nur langsam mit dem Geborenwerden. Nehme ich jetzt mal als Lehre daraus. So. Guten Abend, Raildex. Ups, ich wollte... Manchmal vertue ich mich noch mit den Tasten. Das ist ein Kristall, den ich fast umgangen hätte.
Danke. Ich werde jetzt möglicherweise sterben, weil ich vergessen habe, wo die Schnelltaste für den Granatwerfer ist. Ich lebe noch. Irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich lebe noch. Ich möchte doch nicht, dass Sie von dem schwachköpfigen Forscher vorhin auf mich schließen, Miss... Lara. Ich bin Dr. Willard. Ich wollte mich eigentlich selbst mit Toni unterhalten, aber ich muss sagen, Sie haben die Sache recht elegant gelöst. Ich bin beeindruckt. Ich möchte Ihnen gerne eine andere Arbeit anbieten. Was? Soll ich etwa auch mit Ihren anderen Jungs herumtoben? Nein, danke. Zum Glück waren das die einzigen Versuchskaninchen, die wir freilaufen ließen. Nein, ich bräuchte 3 weitere Artefakte wie dieses. Der Infada-Stamm besaß nur ein Artefakt dieser Art. Es ist einzigartig. Und welches Interesse hätten Sie daran? Ich zeig's Ihnen. Es stammt nicht aus Indien, sondern von einer Insel nahe der Antarktis. Genauer gesagt, ist es ein Meteorit, der von den Polynesiern, die vor langer Zeit dort siedelten, bearbeitet und benutzt wurde. Sehen Sie das? Das ist einmalig. Ein unbekanntes Material. Und wie ist es hierher gelangt? Von Planeten geformt, von Polynesiern bearbeitet, von Idioten verstreut. Unsere Ausgrabungen und Untersuchungen haben uns das hier beschert. Das Tagebuch eines Matrosen, der an Charles Darwins Expedition auf der Beagle teilnahm. 14. August 1834. Diese Reise ist sterbenslangweilig. Es gibt einfach nichts weiter zu berichten. Von wegen Abenteuer auf hoher See. Einfach nur peinlich ist es. Soll ich etwa über stundenlanges Vögelbeobachten schreiben oder darüber, wie wir für die blasphemischen Ideen von unserem feinen Herrn Darwin Blumen pflücken und pressen? Aber das regt mich jetzt auch nicht mehr auf. Ich will bloß noch was zu futtern. Irgendwas außer dieser ewigen Gemüsebrühe. Heute haben wir 5 einen Pakt beschlossen. Die einzigen Proben, die wir nehmen werden, sind aus Fleisch. Echtem, festem, blutigen Fleisch. Der Schnee wird zu dünn. Die Spuren sind weg. Lauft einfach weiter, wir sind ihm schon auf den Fersen. Hier ist was! Seht mal, noch eins. Was mögen die wert sein? Zu spät, da waren nur 4. Ist keins für dich übrig? Oh ja. Paul. Warum? Beagle. Am besten ist, keiner sagt Darwin was hiervon, ja? Sonst müssen wir nochmal da rein und das Vieh jagen, um Proben zu kriegen. Also, Paul ist in eine Gletscherspalte gefallen, klar? Okay, Steven. Amen. Steven überlebte als einziger der 4.
Nach seiner Rückkehr nach London verkaufte er sein Artefakt aus Aberglauben. Er hatte gesehen, wie seine Kumpels wegen ihrer Artefakte ermordet wurden oder durch sie umkamen. Einer hier in Indien, einer im Südpazifik und einer in Nevada. Dorthin sollen sie für mich fahren. Na dann mal los. So, Indien, Nevada und London. Wir beginnen mit Nevada, würde ich sagen. Warum auch nicht? Zehn von zehn Storytelling auf jeden Fall. Ich mag diese Cutscene. Ich mag dieses Spiel. Warum genau war Lara nun in Indien? Um das Infada-Artefakt zu finden. Das Artefakt des Infada-Stamms, von dem sie dachte, es sei das einzige seiner Art. Hat sie ja gerade erzählt. So, es gab einen potenziell schlechten Bug im ersten Release, von dem ich gerne kurz testen würde, ob er weg ist. Dazu gucken wir kurz auf unser Inventar. Wir haben eine Schrotflinte, 8 Diegel und einen Granatwerfer. Ich möchte mich mal kurz in den Tod stürzen irgendwie. Es könnte ein bisschen länger dauern. Der Bug, ja. Der gemacht hat, dass dein Inventar praktisch gewiped wurde. Bei Level neu starten. Bei den Anfangsleveln der Bereiche. So, mal kurz hier. So, dankeschön. Wir drücken neu starten und schauen in unser Inventar. 2, 8, 1, 23 Kristalle. Ich glaube, es ist behoben. Ich bin darüber sehr glücklich. Denn das hätte potenziell sehr, wie heißt das Wort, Kacke sein können. Für jemanden, der das nicht weiß, Level neu starten macht, vielleicht sein Save überspeichert, weil man der Level neu starten Funktion ja auch erstmal vertraut und dann sieht, dass sein Inventar weg ist. Nee, ich weiß, dass es den Bug auch hier gab. Also wir können ihn auch in London gleich testen. Aber ich weiß, dass es ihn auch in Nevada gab. Und jetzt möchte ich aus Demonstrationsgründen mal versuchen, gegen ein Flugobjekt zu springen. Ich bin so oft gefragt worden, ob die Dinger Kollisionen haben. Das haben sie. Und das werden sie jetzt nicht sehen. Vergiss es, das kriege ich nicht hin. Auf der steht Saber mit deren Logo. Das gucken wir jetzt mal. Ach so, das muss diese Tarnkappentechnologie sein. Schinken. Digital Forms, the doors to new dimensions. Saber Entertainment Logo. Das war natürlich im Original noch nicht dort. Pablo, dankeschön für den 18. Resub. So, und ich guck mal kurz, ob das Ding einen sichtbaren Piloten hat, denn ich habe ja erfahren, dass die Züge in Aldwych sichtbare Leute haben, die sie steuern. Und schon das flashte mich. Da möchte ich hoch, genau. So, das Level hat 3 Kristalle und 3 Secrets. Im Originalspiel hat Marco das noch nicht auf das Flugzeug programmiert. Nein! Ich meine, die Aussage ist so natürlich korrekt. Aber auch hier habe ich nichts mit diesem Spiel am Hut. Huh?
Eine witzige Redewendung, wenn man einen Hut trägt, wie ich finde. So, der Sat-Igel-Munition nehmen wir natürlich immer mit. Noch ein Hinweis, dass Marco im Spiel mitgewirkt hat. Er ist der Einzige, der den Shortcut für die Fackeln kennt. Na, das Witzige an dieser Stelle ist, der Shortcut für die Fackeln im Remaster ist nichts anderes als der Shortcut für die Fackeln im Original. Wobei man damals die Pause-Taste drückte, aber es gibt ja keine Pause-Funktion. Deshalb habe ich das natürlich als erstes probiert und es hat funktioniert. Ich war entzückt. Ich lasse alles liegen, was ich im Rest des Spiels nicht mehr brauchen werde. Inklusive Lara anscheinend. Was? Lara Croft? Die braucht doch keiner. Das Inventar ist Pause. Ja, aber eigentlich nicht. Skandal. Skandal. Ach, unangenehm. Ja, ich hab's wirklich verdient. Das war ein wenig Hybris. Manchmal fühlt man sich unschlagbar mit dieser Steuerung und dann, nun, mutet man sich etwas zu viel zu. Ob sie mich verarschen wollen. Warum bin ich denn jetzt ein Hühnchen? Bock, 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 bock. Mir geht's gut. Was war das? Darf ich dich was Persönliches fragen, Marco? Ja, heißt nicht, dass ich antworten werde. Aber stellen Sie Ihre Frage. Immer dieser Amateurfehler, ja, furchtbar, ne? Was ist eine Pin? Ich stehe halt hier, ich springe und sie macht diesen Backflip. So. Ich bin mit 29 vom Wickeltisch gefallen.
Nein, um ehrlich zu sein, habe ich gerade keine Ahnung, welche Narben du meinst. Also das wäre mir nicht bewusst. Da spielt wahrscheinlich die Kamera oder das Licht einen Streich. Hier. Du meinst direkt hier vorne. Mein wunderschönes, mittlerweile ist es rausgewachsen, aber mein wunderschönes drittes Auge. Ja, da hat mir mein Bruder ein Auto gegengeworfen. Glücklicherweise kein echtes. Und wir waren beide sehr jung. Aber das gab eine schöne, gigantische Platzwunde. Die nicht so gut verheilt ist. Mittlerweile ist sie aber verglichen mit damals so klein, dass ich selbst vergesse, dass ich sie habe. Ja, ich denke, ich weiß, was du meinst. Das hier ist neu. Da seht ihr ruhiges Wasser. Und da seht ihr Strömung. Nein! Und im Erstrelease war beides einfach nur ruhiges Wasser, gefühlt ohne Oberfläche. Das Wasser war ja ein bisschen belastend in diesen Spielen. Ich bin sehr froh, dass daran nochmal was gemacht wurde. Major Barus, danke schön für diese Umformulierung. War das schon immer so? Ich finde es komisch, wie ungerade die Striche hier sind. Ja, ich weiß, dass ich ertrinke. Aber ich habe etwas Hässliches gesehen. Das war wichtiger. Nee, das reicht doch noch. Locker. Guck doch. Woher kommt deine krasse Liebe zu den alten Tomb Raider Games? Fragt Sterbehilfe TM. Und das ist auch in etwa die richtige Antwort. Also, nein, ich habe die als Kind gespielt. Teil 1 und 3, 4, 5. Den zweiten witzigerweise nicht. Und hab dich schon damals geliebt, dann jahrelang aus den Augen verloren, bis zum Jahr 2009 oder so. Wo ich sie spezifisch dadurch wiederentdeckt habe, dass ich auf meinem Let's Play-Kanal so ein Vote gemacht habe, was ich als nächstes spiele und Tomb Raider gewonnen hat. Tomb Raider 3. Und dann habe ich nach all den vielen Jahren dieses Spiel endlich mal wieder gespielt. Und ich musste sagen, es war fürchterlich. Ganz furchtbar. Ich habe noch nie so sehr gelitten. Das Dark Souls der 90er. Aber aus irgendeinem Grund ließ es mich auch nicht ganz los. Denn es war atmosphärisch auch wirklich ein schönes Spiel. Und so bin ich die ganze Tomb Raider-Reihe dann über einen Zeitraum von 5 Jahren nochmal durchgegangen in Videoform. Tomb Raider 2 auch zum allerersten Mal. Und mit der Zeit ist es mir irgendwie ans Herz gewachsen.
So, wir gucken, ob ein weiterer neuer Bug noch da ist. Ja, der ist geblieben. Das ist natürlich auch an sich eher was Unschönes. Das passiert, wenn man während dem Hochziehen an der Kante Ducken gedrückt hält. Das kannst du an jeder Kante machen. Das kannst du an jeder Kante machen, hier auch zum Beispiel. Ne? Dann zieht sie sich direkt geduckt hoch. Aber dort führt es halt dazu, dass sie sich nach unten teleportiert. Weiß nicht, ich glaube, ich finde den doof, denn der kann gut versehentlich passieren. Ungewollt halt. Ein purer Schiss Nostalgie. Und dann wollte ich noch zu Sturmteufel sagen, mach dir keine Sorgen, das bist du nicht. Ich habe ja gesagt, du kannst fragen. Nur bis auf diese eine habe ich da wirklich keine. Also wenn du weitere siehst, dann ist das die Kamera, die da einen Streich spielt. Bin auch mit Tomb Raider aufgewachsen. Ja, ich würde sagen, trotz Tomb Raider. und habe den ersten jetzt erst selbst durchgespielt. Damals mein großer Bruder. Bist du Team Moderne Steuerung? Ich teste sie aus. Ich bin bisher aber sehr positiv beeindruckt. Beeindruckt, sage ich schon. So, ich muss nochmal gucken. Es gab 3 Kristalle in der Wüste von Nevada. 26 müssten wir haben. Die haben wir auch. Also eigentlich haben wir alles, was wir brauchen. Ja, es ist auch so ein schönes Level. Okay, ich will zumindest die Wüste von Nevada komplett spielen. Und kürze dann Hochsicherheitstrakt ab oder so. Es ist halt ein bisschen doof, die schönsten Level des Spiels abzukürzen, nur weil es geht. Sagte der Speedrunner. Danke für die Kamera. Also wenn man die moderne Steuerung anhat, dann macht die Kamera, auch diese eigentlich festen Kameraperspektiven, machen manchmal Murks. Das ist etwas seltsam. Etwas kurios. Ich habe keine Ahnung, wofür ich den Hebel gerade gezogen habe, aber okay. Ja, ja, Prof, wir haben den Dschungel komplett durchgespielt und keineswegs irgendwas dort abgekürzt. Man sieht mit der modernen Kamera, um ehrlich zu sein, deutlich zu viel. Ja, aber was soll Lara machen? Einziehen? Also ich meine, ich denke mal, das ist ein Nebeneffekt, der nun mal so ist. Nichts, was man verhindern kann, ohne die Spielbarkeit zu beeinträchtigen. Immer diese direkten Das Problem ist halt auch, alles, was ich jetzt gerade möchte, ist so, wie ich stehe, auf die Kante in Richtung Laras Rücken zu springen. Was ich dafür tun muss, ist das. Und das ist halt ein bisschen belastend. Da gebe ich dir halt recht. Ich weiß es nicht. So tiefe Einblicke wollte ich halt eigentlich nicht. Ich wollte einfach nur dahin. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mir würde keine bessere Alternative gerade einfallen.
Alarm, Alarm. Ups, da wollen wir durch. Es ist schon krass, wie stark Memes sind. Zwei Emojis und jeder weiß. Okay, Lara kennt das Meme nicht, aber sie ist ja auch deutlich zu alt dafür oder so. Klauen wolltest du den? Nein. Ich glaube, diese ganzen Sachen hatten wir schon angeschaut. Das sah kurios aus, was er vorhatte. Gebiet 51, Alien Stories. Wir hatten, glaube ich, sogar herausgefunden, dass das hier Lorem Ipsum ist. Ja, Lorem Ipsum D und so weiter. Dol. Irgendwas. Ich kenne den Text gerade nicht auswendig. Du. Damned kann man erkennen, ja. Also beziehungsweise sie haben ja die Lost Soul aus Doom, meine ich. Aber auch den Damned-Schriftzug von den Aldrich-Typen kann man sehen. Lesen. Achso, ja, klar. Wir brauchen gerade nur das Quop. Das Quad. Wir brauchen gerade nur das Quad. Lorem Ipsum Dolor sieht Ahmed, ja, und so weiter. Das ist ja das Großartige, das heißt gar nichts. Das eignet sich nur ganz gut, um Text zu simulieren. Nun, das ist gewisserweise richtig, Melly. Die Bedeutung dürfte dieselbe sein. Atze, dankeschön für den Geschenksub an Meistertyp Kit. Ich muss nochmal nachgucken. 26, 3 von 3. Okay.
Warum trägt Lara denn gerade Hotpants? Ich verstehe es nicht. Du verrückte Tussi. Was soll der irre Stunt denn? Wir nehmen sie mit. Sieht nicht aus wie eine von denen. Vielleicht ist sie eine Ökoterroristin oder so. Und die tragen Hotpants, hä? Huh? Ja, das bin ich. Was gibt's? Kann man das nun abbrechen? Ich teste es ungern, aber es geht auch nicht. Man kann wahrscheinlich auch weiterhin in den Fotomodus. Ja, kann man. Während der Cutscene. Und abbrechen kann man es nicht. So, die Frage ist, nein, kein Bauchnabelpiercing, denn Tieni hat eben eine Frage gestellt, die gar nicht so dämlich war. In den Credits sieht man das Bauchnabelpiercing bei Lara und ich glaube auch im Ladebildschirm von Nevada im Original. Aber es ist kein Teil des Modells geworden. Also wir haben jetzt gerade 0 Munition, ganz normal. 26 davon. Aber das ist normal. Der Bug entsteht dadurch, dass ich erst den Granatwerfer sammle und dann bei den Pickups später meine Items sammle, bevor ich die Desert Eagle oder die Pistole sammle. Also wir werden gegen Ende des... Oh, hier macht die Kamera wieder Bullshit. Hier ist es gerade wirklich Bullshit. Ich drücke S, was ja rückwärts praktisch ist. Nichts passiert. Ich drücke D. Sie geht nach links. D ist rechts. Ich drücke A. No, sie geht nach rechts statt links. Und ich drücke W und sie läuft zur Kamera. Also hier passen Bildausschnitt und Steuerung überhaupt nicht zueinander. Und ihr müsst euch vorstellen, davor gab es die Situation ganz oft. Hier ist das jetzt der erste Raum in der Trilogie, bei dem ich das habe. Aber es ist halt völliger Bullshit. Und meistens kann man, um sich zu behelfen, die Waffen ziehen. Das unterbricht solche forcierten Kamerawinkel. Aber hier haben wir jetzt keine Waffen. Also ich persönlich bevorzuge schon das Handsymbol. Das Ausrufezeichen, wie soll ich das jetzt formulieren? Das wirkte so ein bisschen lieblos und, keine Ahnung, Default. Willst du uns umbringen? So. Ja, Mellys Vorschlag klingt in der Tat sehr tödlich. So, hier haben wir auch gerade keine Fackeln und das ist dann leider auch so eine Situation, wo es nach wie vor sehr schade ist, dass es keine Helligkeitseinstellung gibt. Entschuldigung. Ja, ich hatte Scarlet bekämpft, ne? Ein Boss aus Silent Hill Homecoming, der dafür bekannt ist, überhaupt keine Probleme zu verursachen.
Na, schade, ich wollte ihn mit der Tür töten. Aber unser guter Mitgefangener tat bereits seinen Job. Ich habe nicht geguckt, wie viele Kristalle es hier gibt. Ich glaube, es ist eine lächerliche Anzahl. Ja, 3. Wir gucken, ob das nach wie vor geht. Ah, jetzt war tödlich. Moment. Die haben jetzt nicht ernsthaft das verändert. Das ist interessant. Ich weiß, dass man vor dem Patch mit Hilfe der Rolle lebendig da durchkommen konnte. Nee, nee, nichts mit Zwischenheilen. Mit vollem Leben kam man lebendig auf der anderen Seite an. Von hier hinten nicht, aber wenn man näher dran war, dann schon. Allerletzter Versuch. Aber ich glaube, das ist verändert worden. Vielleicht macht einfach der Lüfter mehr Schaden. Ja, ich sterbe auf jeden Fall. Interesting. Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll. Also, es ist mir eigentlich relativ egal. Der Speedrun wird wohl hier dann ein wenig anders aussehen. Oder der Speedrun wird einen interessanten Quop haben in dem Fall. Innerlich plant Marco bereits, wie er die Verantwortlichen auf eine lange Reise schicken kann. Aber das mit der fixen Kamera ist hier ein bisschen schade. Dann an die Leiter. Muss mal kurz gucken, wir haben bisher einen Kristall gesammelt. Wir besitzen 27. Wir sollten also mit 29 rauskommen. Zählt es im Run als glitchless, wenn man diesen Typen bei Area 51 überspringt, dass man durch die Falltüren klettern kann? Ja. Das ist kein Glitch. Es sieht sehr wie einer aus, aber es ist kein Glitch. Die Falltüren haben in diesem Zustand einfach keine Kollision. Und wenn das so ist, dann sind das die Spielregeln, die die Entwickler gewählt haben.
Ist das hier nach wie... Ich meine mich zu erinnern, dass ich enttäuscht war in der Release-Version, dass es halt auch dort das Gebäude visuell nicht fortgesetzt wird praktisch. Hier wird es fortgesetzt. Wenn das jetzt wirklich etwas ist, was mit dem Patch dazu kam, ist es eine schöne Sache. Ja gut, mit dem Kameramodus kann man sich das natürlich dann auch kaputt machen, wenn man möchte. Aber finde ich gut so. Aber nicht an de Füßen, Meku. Warte, haben die gerade den Wachmann getötet? Wieso war das denn so schnell? Ja, Leichen verschwinden in Tomb Raider 3 irgendwie schnell. La 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 la. Ey, niemanden anzeigen. Was soll denn das? Voll böse und so. Könnte es sein, dass ich... Also ich drücke A, ich drücke W, ich drücke D, ich drücke S. Wir sind de facto gesoftlockt. So. Das ist schade. Also perfekt ist sie halt noch nicht. Das merkt man. Gerade das, gerade das Kriechen ist noch ein bisschen tricky. Nein, ich meine die neue Steuerung. Lara ist natürlich perfekt. Lara im Chat gleich so, danke. Ich wusste es. Das war so klar. Ich hätte die Chance aber auch genutzt. Hier ist der Parallaxeneffekt mal funktionierend umgesetzt. Ah.
Ich überlege gerade, aber ich glaube, der andere. Nee, der andere Pfad hat keinen Kristall mehr. Und auch kein Secret, offenkundig, denn wir haben alle Secrets des Levels. So, die interessante Frage, um zu gucken, ob sie den nächsten Glitch behoben haben. Was ich an der Stelle... Ich glaube, es ist mir ziemlich egal, denn man muss ihn provozieren. Aber ob sie den behoben haben, sehen wir gleich, wenn je nach Reihenfolge des Sammelns wir unterschiedliche Itemzahlen zurückbekommen. Hallo G-Man. So, dann wollen wir mal speichern und schauen. Ich sammle das große Medipack und ich sammle danach direkt meine alten Items. Laut Spiel besitze ich 5 kleine Medipacks, 2 große, 17 Fackeln, 5 Granatwerfer, keine... Ich habe das ganze Spiel über immer wieder Desert Eagle Munition gesammelt. Und ich hatte die Waffe noch nicht im Besitz. Ich habe diese Waffe noch nicht besessen. Möchte mir das Spiel an dieser Stelle erklären, wie ich 0 Desert Eagle Munition zurückbekommen kann und in welcher Form 0 Desert Eagle Munition überhaupt ein valides Item ist? Ich meine, guck mal, ich habe 0 Euro gesammelt. Ich weiß es nicht. So, und jetzt sammeln wir das mal in der anderen Reihenfolge. Wir sammeln jetzt zuerst unsere Pistolen, ganz brav. Die Desert Eagle, die uns 10 Schuss gibt. 20, Entschuldigung. Jetzt sammeln wir das Zeug. Wir haben 55 Desert Eagle Schuss. Okay, das heißt... Wenn man seine Items nicht durcheinander werfen möchte, dann ist es... Wir haben jetzt übrigens auch 5 große Medipacks statt 2. Wenn man seine Items nicht durcheinander werfen möchte, dann ist es auch hier nach wie vor sinnvoll, erst die Pistolen sammeln, dann die Desert Eagle Waffe und dann den Rest. Das ist ein Bug, der ist noch nicht behoben. Schinken. Was sehr verwirrend sein könnte beim ersten Mal durchspielen. Atze, danke schön für deinen Geschenksub, der an der Mai ging. Danke für den Tipp. Ach, sei mir ehrlich, niemand wird den Tipp hören und sich dann denken, oh, so mache ich das ab jetzt. Aber ich fasse das gerade so ein bisschen als... mich interessiert das Wissen dahinter. Nützen wird es wohl niemandem. Gut, okay, auf der anderen Seite, jeder, der das hier nachspielt, warum auch immer, der wird es auch gut finden zu wissen, okay, erst die Waffen sammeln, sonst verschwinden Items. Aber wie gesagt, den Bug muss man auch so ein bisschen provozieren, also wir haben ja jetzt direkt beim Hinweg das zweite Secret des Levels gesammelt. Das ist ja eigentlich nicht so gedacht. Das ist nämlich der Moment, wo das Spiel dann durcheinander kommt, wenn man den Granatwerfer bereits besitzt. La 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 la.
la 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 la. Ja, sie futtert dann Munition und Medikits und je nachdem, welche Items du auf bestimmten Slots hast, kann es dann sein, dass minus 1 rauskommt, was dazu führt, dass du das Item dann einfach 65.000 Mal hast oder so. Gute Nacht, Lempi. So 29 müssten wir haben. Ja. Ich muss gleich mal gucken, ob ich ein Save vom Level-Handy hier habe, weil da war noch was, wo ich sehen wollte, ob sie es behoben haben. Okay, bis dann. Joi. So, wir haben an sich alles. Trinkt sie wenigstens Pepsi. Rote Dose. Ich würde nicht von Pepsi ausgehen. So, ich wollte gucken. Ah, das ist mir zu weit weg. Aber der Bug, den ich meine, den können wir auch später nochmal betrachten. Eigentlich hätten wir ihn ungewollt schon mehrmals betrachtet, wenn er noch drin war. Es geht nämlich um die sich überlappenden Räume und darum, dass man sie teilweise sieht, wenn man sie nicht sehen soll. Und ich gehe davon aus, dass das deutlich besser geworden ist. Johnny, danke schön für den Raid. Seid herzlich willkommen. Was habt ihr gespielt? Ich erschrecke mich jedes Mal, weil ich jedes Mal vergesse. Weil ich jedes Mal vergesse, dass ich einen Raid Alert habe. Der Hebel da drin macht nichts anderes, als einen tödlichen Laser auf dem Boden zu aktivieren. Durch den bin ich dann durchgerannt. Schinken. Divine, dankeschön. Ist das die 8? Ist das die 6? Die Nummer 6. Okay. Ciao, Rini. Gute Nacht wünsche ich. Tomb Raider 1 DLC. Ah, okay. Der Doom-Klon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ups, nein.
Teile dieses Gameplays waren möglicherweise nicht so geplant. Auch wobei, ich würde dich gern mal die Laser aktivieren lassen. Nee, doch nicht. Ich habe mich spontan dagegen entschieden. Wie geht's dir? Mir geht's super und selbst. Ich habe gehört, du hast das Tomb Raider 1 DLC gespielt. Mit dem sehr freundlichen und überhaupt nicht von Gegnern überschwemmten ersten Level. Das Level hier hat, jetzt muss ich mal kurz schauen, 4 Kristalle, genau. Wir müssten es also mit 33 Kristallen verlassen. Lass nicht zu, dass die Wachen die Handscanner betätigen. Hör mir auf, ich hab's zum zweiten Mal gespielt und irgendwie war es schlimmer als beim ersten Mal. Heute war aber auch irgendwie der Wurm drin. Ja, ich weiß nicht. Ich hab das auch gar nicht als so schwierig in Erinnerung gehabt. Aber jedes Mal, wenn ich da im Remaster rein bin, wollte ich einfach nur schnell wieder raus. Och Mann! Gibt es irgendjemanden auf Twitch, der nicht denkt, dass ich irgendwas mit diesen Spielen am Hut hätte? Ich werde das nie wieder los, ne? Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Niemand kann das. Du bist ja eine richtige Frohnatur. Du meinst diese Rolle im Kirchen? Die ist mit dem Remaster dazugekommen. Fun Fact, die Animation gab es schon im Original. Es gab nur keine Taste dafür. Aber die Grundlage dafür war schon vorhanden. Gab sogar Mods, die sie ins Original eingefügt haben. Habe ich sehr gern eingebaut. Ich habe schon vor dem Remaster gemeint, ich bin ein großer Fan der Rolle in TR3 Main und es wäre echt schön, wenn wir die auch ins Remaster reinkriegen können. Ich muss zugeben, ich finde es mit dem, was ich vor dem Remaster gesagt habe, teilweise selbst verdächtig, wie das Remaster dann genau geworden ist. Aber ich weiß, dass ich nicht beteiligt war. Ich glaube nur, wenn ich dran beteiligt gewesen wäre, sähe das Remaster genauso aus, wie es jetzt aussieht. Und für mich ist das eine gute Sache. Ups. Okay, das überlebt man also. Ich glaube, hier am Ende gab es einen Kristall. Ja.
Was sagen Sie als Entwickler zum eher negativen Feedback bezüglich der London-Abschnitte? Das ist mir egal. Ist halt London. Kann man auch im Spiel nicht mehr retten. Das Hauptproblem bei der Entwicklung war, dass wir keine Bilder von London bei gutem Wetter zur Verfügung hatten. Du hast noch nicht All Hallows beim Remaster gesehen, weil All Hallows bisher nicht freispielbar war. Das sollte sich allerdings... Ups, das war mein Fehler. Das sollte sich nun allerdings geändert haben. Gute Nacht, Manny. Alle schicken Melly ins Bett. Lara streckt ihre Finger aus beim Greifen. Anders als im Original, was vor allem daran lag, dass sie im Original keine Finger hat. Was, um ehrlich zu sein, die beste Erklärung dafür ist, warum sie manchmal nicht nach Kanten gegriffen hat. Wie will man das ohne Finger denn auch tun? Hui, Le Strom. Sieht cool aus. Da nicht so sehr. Hier vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich mag den Effekt. Spielst du weiter mit der modernen Steuerung? Ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich meine, eine der Sachen, die ich machen werde in Zukunft, sind ja Speedruns. Und ich glaube, da ist die moderne Steuerung deutlich besser für geeignet. Ansonsten ist es ja so, also jetzt nach dem Patch, 90% der Zeit merke ich einfach, dass ich die Dinge, die ich mit der Panzersteuerung könnte, auch mit der modernen Steuerung kann, aber deutlich schneller, deutlich intuitiver. Also, sie haben da echt nochmal dran gewerkelt und es ist echt gut geworden. Jetzt wollte ich es provozieren. Wobei das wenig mit dem Steuerungsschema zu tun hatte. Fake News, stop the run! Nun, Prof, das wäre natürlich der Worst Case. Ich konnte aber mittlerweile doch einiges an Setups auf die neue Steuerung übertragen. Ich glaube, das wird nicht nötig sein, die mittendrin zu wechseln. Kann gut sein, dass der Xian-Skip eine Ausnahme ist. Muss aber nicht. Wait. Ich hab
ich spiele ja Tomb Raider nicht zum ersten Mal. Hier stolpert Lara. Eigentlich. Und jetzt tut sie das nicht mehr. Das ist eine interessante Veränderung. Ich will gerade wissen, ob das an der Steuerung ist oder liegt oder ob das allgemein so ist. Das ist allgemein so. Interessant. Diese kleinen Details, die sich verändert haben teilweise. Na, nicht Vorführeffekt. Das ist halt was, was anders ist als im Originalspiel. Zwei, vier und fünf, meine ich. Tada! Spiele, welche keine Speicherkristalle auf der PS1 hatten. Ja, genau, das ist meine Eselsbrücke. Tomb Raider 2, 4 und 5 waren die drei Tomb Raider-Teile, bei denen man in der PS1-Version jederzeit speichern konnte. Wieso zündest du manchmal random Fackeln? Damit es heller ist. Also oft damit es heller ist, denn weil man hier die Helligkeit nicht einstellen kann, ist es manchmal ziemlich dunkel. In seltenen Fällen aus dem folgenden Grund. Ich lande jetzt mal dort ohne Fackel. Und du siehst, dass Lara kurz stolpert, bis sie wieder laufen kann. Und mit der Fackel, wenn ich die wegwerfe, während sie stolpert, kann sie direkt weiterlaufen. Das Stolpern wird sozusagen abgebrochen. Das hat realistisch gesehen in einem normalen Playthrough keinen Nutzen. Das ist mehr eine Angewohnheit, als dass das irgendwie empfehlenswert wäre oder so. Das wird PB. Speedrun ist halt nie ganz weg. Ja, genau. Also, wenn man sich Dinge einmal angewöhnt hat, dann macht man die manchmal. Was ich auch hin und wieder mache, ist random oder scheinbar random. Ups, zu sterben. Das war die falsche Taste. Scheinbar random die Waffe zu ziehen. Das hat halt den Grund, dass ich die Kamera damit zwinge, hinter mich zu gehen. Was manchmal einfach besser ist. In der alten Steuerung war das Waffenziehen oft ein Fidget Spinner, das ist richtig. Nicht direkt schneller. Lara hat sich direkt... Also wenn man die Waffe schon draußen hatte, bevor man angefangen hat, sich zu drehen... Dann hat Lara direkt sich mit maximaler Geschwindigkeit gedreht. Musste nicht erst beschleunigen.
Aber in der modernen Steuerung macht das ja keinen Unterschied. Hier müssen wir uns eh nie drehen. Hier kann ich wahrscheinlich meine Drehgeschwindigkeit erhöhen, indem ich die Maussensitivität hochdrehe. Ich will mal was probieren. Empfindlichkeit 5. Gönnen wir uns mal 10. Wir sprinten geradeaus und drehen dann plötzlich die Kamera komplett um. Okay. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Lara weiß es auch nicht so recht. Lassen wir das mal sein. Stellen wir das wieder auf die normale Geschwindigkeit. Die finde ich übrigens angenehm. Also nicht hektisch oder so, wie es beim ersten Release war. Sondern die Kamera verhält sich hier vernünftig. Außer jetzt gerade, wo ich das sage. Das ist immer so, oder? Ja, meine Kinder benehmen sich. Stimmt doch, Jeremy Pascal, oder? Und es ist der Moment, wo du einen Rülpser hörst, der so laut ist, dass du nicht glauben kannst, dass er aus diesem kleinen Kinde entwichen ist. Gute Nacht, Manny. Exa, danke schön für den Resub. Schinken. Nein, 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 nein. Aufstehen sollen sie, Frau Kruft. So, mal überlegen. Wir haben das letzte Level mit 29 Kristallen verlassen. Wir haben 31. Wir haben also bisher 2 von 4 gesammelt. Ich weiß aber, wo die verbleibenden 2 sind. Wir müssen 2 Secrets haben, ja. 2 von 3. Schinken. Mr. Malu, danke schön für den Sub. Anscheinend ist mein Save ein bisschen länger her, als ich dachte. Muss mir mal angewöhnen, irgendwie in regelmäßigen Intervallen zu speichern. Gute Nacht, Tieni. Ich habe extra jemanden beauftragt, mich regelmäßig ans Speichern zu erinnern. Ja nun. Eine wichtige und gewichtige Aufgabe. Wann Spyro mit modernen Steuerung? Spyro hat schon eine kamerarelative Steuerung. Und sie ist sehr gut. Ich hätte nie gedacht, dass die Classic Tomb Raider Teile auch mal eine bekommen und sie sehr gut ist, aber hier sind wir. Ohne Schinken und mit Twitch-Werbung hält man diese Spannung ja nicht aus. Immer diese Spannung. Wann Spyro mit Panzer oh Gott, das wäre furchtbar. Na, wobei Spyro ja witzigerweise, also das Ding ist,
normalerweise hast du eine kamerarelative Steuerung, aber während du sprintest mit Spyro, verändern die Analogsticks ja seine Rotation. Also gewisserweise hast du dann eine Panzersteuerung beim Sprinten. Und ich verstehe nicht ganz warum, aber es ist okay. Acht will ich, genau. Hallo! Tschüss. Entschuldigung, ich bin ein Geschützturm. Es dauert bei mir etwas länger. So. Ich hab's, glaube ich, beim letzten Stream schon mal gesagt, ich glaube, mit der modernen Steuerung dieses Spiels wäre auch der ein gutes Spiel. Das waren noch Qualitäts-CDs aus Stahlbeton. Ein Außerirdischer. Das ist jetzt auch so ein Raum mit einer festen Kamera und ich drücke jetzt mal S, was ja eigentlich... Man würde erwarten, Lara läuft dann auf die Kamera zu. Das macht sie. Ich betrete den Raum und drücke jetzt mal W. Das macht sie. D macht das. Und A macht das. Und das bleibt so konstant im gesamten Raum. Was jetzt dazu führt, dass D, die Taste nach rechts, dazu führt, dass Lara nach links läuft. Und A macht jetzt... Es ergibt halt hinten und vorne keinen Sinn. Also das ist nach wie vor ein bisschen konfus. Glücklicherweise kann man einfach eine Waffe ziehen und sich dann normal bewegen. Orcas, yay. Wir werden ihnen gleich noch einen Besuch abstatten. Jetzt sogar. Mach dir mal eine Liste für den zweiten Patch. Ach, ich bin kein Fan davon, mir eine Liste für den zweiten Patch zu machen, denn dann werde ich ja für den dritten nicht mehr bezahlt. Jöi. Ja, das übersteuert jetzt auch nicht mehr so unschön. Free Willy, schwimme mit den Orcas. So, wir haben 3 von 3 Secrets. Wir sind im Besitz von 33 sammelbaren Kristallen. Das heißt, wir haben in dem Level 4 gesammelt. Das sind alle. Doch, Bernie, hör doch hin.
Oh, das hat auch Parallaxeneffekt. Der Boden hier, das Muster ist ein bisschen angehoben über dem Rest des Bodens. Ja. Das ist irgendwie cool. Was ich jetzt schauen wollte. Ja. Das da, seht ihr das? Das ist das Innere des UFOs, wie es außen sichtbar ist. Wenn ich jetzt hier hingehe. Ist es auch im Fotomodus kaputt? Ja, und hier war sogar eine Stelle. Denn dieses UFO ist tatsächlich innen größer als außen. In der Originalgrafik werden wir sehen, dass der Renderer relativ gut damit klarkommt. Hier und da. Nicht immer unbedingt. Aber hier ist es ja sehr deutlich völlig hinüber. Es gibt sie also noch hin und wieder. Fehler mit überlappenden Räumen. Hoffe ich, dass das in einem weiteren Patch behoben wird. Es ist aber eindeutig besser geworden als beim ersten Mal. Zu Release. Lass nicht zu, dass dich ein Lasergeschützturm ins Visier nimmt und zerstöre keine. Oh, cool. Südseeinseln. Aber, Leute, die Südseeinseln sind doch ein super Punkt, um ihn sich fürs nächste Mal aufzuheben. Südseeinseln, London und dann Antarktis stehen uns noch bevor. Ich muss mal kurz schauen. Ja, die sehen schon schöner aus. Die sehen schon schön aus von sich aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend bzw. eine gute Nacht, je nachdem, was ihr nun tun werdet. Und hoffe, ihr hattet Spaß bis zum zweiten Teil dieses Abenteuers. Tschüss.